Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mirko von Finanzilluminati.com, deine Seite für Geld und Glück. Und das ist jetzt tatsächlich die dritte Podcast-Folge, das zweite YouTube-Video, was ihr sehen könnt. Und worum soll es gehen? In diesem Video, in diesem Podcast geht es darum, einen Rückblick auf den Monat Oktober 2019 zu führen. Wer den Blog bereits kennt, wer meinen Blog häufiger mal liest, der weiß, am Ende jeden Monats, da schreibe ich einmal auf, was ist eigentlich im letzten Monat passiert, was wurde so gekauft, welche Unternehmen haben Dividende gezahlt, was wurde eventuell auch verkauft, welche P2P-Plattform habe ich neu ausprobiert, was ist so in Richtung Bücher tatsächlich passiert, was ist in Richtung Fortbildung passiert und was ist sonst so passiert. Genau, und darum soll es heute gehen. Besonders interessant ist das Ganze natürlich für jeden, der es lesen möchte, aber auch für mich, weil diesen Blog, da schaue ich immer wieder rein, da schreibe ich, welche Ziele habe ich eigentlich, was möchte ich erreichen, wo stehe ich jetzt gerade und dann kann ich immer wieder zurückgucken, vergleichen, was ist eigentlich passiert, was habe ich mir vorgenommen und habe ich davon wirklich erreicht und wie war eigentlich mein gesamter Erfolgsverlauf. Ja, wir landen jetzt beim Thema Aktienkäufe im Oktober 2019. Was ist besonders neu? Ich habe ja verschiedene Depots. Ganz zu Beginn habe ich angefangen bei der Comdirect. Das ist noch so eine Empfehlung. Damals, als ich an der Börse angefangen habe, da war der Holger Grete von Zendepot noch ganz groß. Ich glaube, inzwischen ist die Seite nicht mehr so ganz öffentlich und es geht sehr stark auf Kurse. Ich habe da aber auch lange nicht mehr reingeguckt. Und damals wurde halt die Comdirect immer noch empfohlen. Das heißt, der Holger ist auch der, der über meine Anmeldung wahrscheinlich seine Affiliate-Einnahmen erhöht hat. Aber das sei ihm auch gegönnt. Wer eine gute Empfehlung abgibt, der soll dafür schließlich auch entlohnt werden. Wird ja nicht teurer für mich. Im Gegenteil, ich glaube, ich habe da sogar einen kleinen Bonus bekommen. Ja, wo steht noch ein Depot? Seit neuestem bei der Consorsbank. Da habe ich lange mit mir gerungen, will ich das eigentlich auch noch machen. Allerdings haben wir da die großen Vorteile, dass dort einige Aktien, wie die, die es halt bei der Comdirect nicht gibt, besparbar sind, auch per Sparplan. Und das sind dann zum Beispiel da, wo wir bei der Comdirect die Visa haben. Da hast du bei der Consorsbank gleich die Mastercard. Jetzt hat Consorsbank auch noch viele, viele weitere interessante Aktien sparplanfähig gemacht. Als letztes zum Beispiel Gazprom. Gazprom war ja die letzte Analyse, das bedeutet, du findest sie auf dem Blog, du findest sie auf YouTube, du findest sie auf dem Podcast und kannst dir das auch noch einmal anschauen, wenn das für dich interessant ist. Ja, das dritte Depot, was inzwischen auch mein Lieblingsdepot ist, ist Trade Republic. Da mache ich tatsächlich immer mehr drüber. Trade Republic ist ja ein Broker, der eine Gebühr von nur 1 Euro hatte. Das ist wahnsinnig günstig. Ich glaube, bei der Comdirect, je nachdem, wo ich da ordere, können das auch mal bis zu 15 Euro sein. Das ist schandhaft viel Geld. Trade Republic trifft da den Nerv der Zeit und ist ein super interessantes Angebot. Ja, aber genug von meinen Depots, die ich da alle eröffnet habe. Gehen wir zu den P2P-Plattformen. Ist da eine neue mit dazugekommen? Ich glaube tatsächlich schon. Das habe ich aber gar nicht geschrieben, weil da auch die ersten 50 Euro gerade mal liegen, um zu gucken, wie funktioniert das eigentlich. Und dann wird von Zeit zu Zeit da ein bisschen mehr reingepackt. Die Plattform selber heißt, ja, wie heißt die? Iuvu, schwierig, wie man das wohl ausspricht. Ja, kommt auf jeden Fall in die Links unter dem Video, kommt in die Links unter dem Blogartikel. Ja, P2P-Plattform, wo ist mein Geld hingegangen? Ein bisschen was geht immer zu Mintos, ein bisschen was geht immer zu Groupier, das sind so meine beiden Kleinkredit-Lieblingsplattform. Bondora hatte ich im Oktober tatsächlich auch noch mit drin und ein größerer Teil ging zu Crowdestor. Crowdestor wird nochmal ein ganz eigenes Video, ein ganz eigener Podcast. Ach nee, tatsächlich jetzt Podcast ist Crowdestor bereits hochgeladen. Heißt also, es wird nur noch einmal ein eigenes Video auf YouTube. Da wirst du dich in Zukunft drauf freuen können. Ja, Crowdestor hat einiges an Geld nochmal bekommen. Es sind einige interessante Projekte gekommen mit sehr hohen Renditen von bis zu 20%. Da konnte ich einfach nicht widerstehen und werde mich in Zukunft über hohe Zinseinnahmen freuen. Ja, was ist auf dem Aktienmarkt so passiert? Also, wann immer ich mir den Aktienmarkt im Monatsrückblick angucke, denke ich mir, wow, das war ja schon ganz schön turbulent. Wie mache ich das? Ich schreibe mir da gelegentlich mal Notizen auf. Okay, das war heute, das war hier so los, da ist diese Aktie halt runtergegangen.
Dabei überlege ich gerade, wenn das tatsächlich für euch interessant ist, gerne mal Bescheid sagen, dann teile ich nämlich auch diese Notizen mit euch, was da alles so passiert ist in dem Monat. Wobei ich ja eher der Meinung bin, Aktie ist nicht spannend, Börse ist nicht spannend, die Börse ist verdammt langweilig, wenn du sie dir über einen sehr langen Zeitraum anguckst. Und dieses tägliche Hin und Her ist für Trader interessant, für die von uns, die gerne Buy and Hold machen, also langfristig anlegen möchten, wird es immer uninteressanter. Ja, welche Aktien haben jetzt den Weg in mein Portfolio gefunden? Das sind neben den Sparplänen, die, wenn du daran interessiert bist, schreib es in die Kommentare, lass es mich wissen. Dann werden die nämlich auch einmal vorgestellt. Aber neben den Sparplänen sind noch Aktien von Equinor. Das ist die ehemalige Firma Statoil. Die sind hinzugekommen. Das ist eine norwegische Firma. Und quasi, was ist das? Das ist der Ölförderer von Norwegen. Sie wollen jetzt vom Öl wegkommen, haben sich deshalb auch umbenannt von Statoil in Equinor. Ist ein norwegisches Unternehmen, was für mich sehr interessant ist, weil es mal außerhalb vom US-Markt ist. Ich finde, der US-Markt ist sehr groß. Der US-Markt ist ein Markt, der in vielen Portfolios auch sehr groß gewichtet ist. Ich möchte das nicht ganz so stark haben und suche da immer Alternativen. Equinor finde ich da relativ interessant, ist neben Mowi oder Mowi eine weitere interessante Aktie aus Norwegen. Ja, was hat dann noch seinen Weg in mein Portfolio gefunden im Oktober? Das ist die Aktie Imperial Brands. Die hat seit Ewigkeiten einen absoluten Abwärtstrend. Da ist die Frage, geht das irgendwann wieder nach oben? Geht es noch weiter nach unten? Weiter nach unten? Im Moment glaube ich es nicht. Ich glaube, es wird sich irgendwann wiederholen. Im Moment ist die Dividendenrendite einfach super. Fraglich ist natürlich, wie geht es mit den Tabakaktien weiter? Ich persönlich möchte demnächst tatsächlich sogar noch British American Tobacco aufstocken und werde dann wahrscheinlich von den Tabakaktien auch keine weiteren Zukäufe tätigen. Aber das ist das, was ich im Moment sage. Das kann sich innerhalb von kurzer Zeit natürlich auch wieder ändern. Und der dritte Kauf ist dann die Gazprom-Aktie gewesen, der russische Erdgaslieferant, der russische Erdgasförderer. Eine absolut interessante Aktie mit sehr viel Risiko und sehr viel Chancen zugleich. Absolut unterbewertet mit einer tollen Dividendenrendite. Hat es diese Aktie in mein Depot geschafft, läuft dann in Zukunft bei der Consorsbank über den Sparplan weiter. Wenn du jetzt übrigens interessiert bist und dir denkst, boah, Gazprom geil, 7,2%, das will ich auch haben, und dir denkst, ich habe noch gar kein Depot bei der Consorsbank, möchte aber gerne eins eröffnen, ich habe da Links. Wenn du darüber gehst, freust du dich zum Teil, weil du kriegst 20 Euro nach 12 Monaten. Und ich kann mich auch freuen, weil mir hilft sowas immer, den Blog weiterhin zu finanzieren. Weiter geht es mit den erhaltenen Dividenden, und Dividenden sind etwas unglaublich Tolles, etwas, worüber ich mich immer wieder freue, diese tatsächlich zu erhalten. Das hat schon mit der ersten Dividende angefangen, deshalb bin ich auch absolut kein Fan von terrorisierenden ETFs. Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich finde Ausschüttungen gut, ich finde häufige Ausschüttungen noch besser und hoffe mal irgendwann weit über 300, weit über 400 Ausschüttungen pro Jahr zu bekommen und damit auch ein ordentliches Vermögen nebenbei zu haben. Netto beliefen sich die Dividenden diesen Monat tatsächlich auf 10,10 Euro. Das ist, wenn wir vergleichen, mit den Vormonaten 7,30 €, 3,86 € und 4,80 € eine sehr gute Steigerung. Das wird so weitergehen, diese Steigerung in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Ich pumpe in das Depot ordentlich Geld rein und das kommt dann alles zurück. Wie gesagt, dieser Blog ist ein Blog, den betreibe ich nicht nur, um dich über das zu informieren, was ich im Moment gerade mache, sondern auch, um bei mir zu dokumentieren und bei mir zu zeigen, wie geht das eigentlich, aber auch um zu zeigen, du kannst von null an starten und dann geht's los und Step by Step entsteht ein Vermögen, Step by Step entsteht ein Schneeball, der immer weiterrollt und weiterrollt. Ja, von welchen Unternehmen kommen die Dividenden? Das war in einem vorherigen Monatsrückblick tatsächlich auch eine Frage, die aufgekommen ist. Von daher lasse ich dich auch gerne daran teilhaben. Ein Unternehmen ist TransAlta Renewable, die kommen aus Kanada, sind ein Monatszahler. Was machen die? Die machen Solarenergie. Und daher haben sie es irgendwann mal in mein Depot geschafft. Ich finde es nämlich zum einen interessant, dass sie ein Monatszahler sind, aber das sollte niemals der Hauptgrund sein.
Der zweite wichtige Grund ist, sie kommen aus den erneuerbaren Energien. Das ist etwas, was ich gut finde, etwas, was ich wichtig finde. Mit dem kanadischen Dollar habe ich eine weitere Währung in mein Depot und so ist Transalta bei mir reingekommen. Die nächste Aktie ist Iron Mountain. Das ist eine Aktie, die kümmert sich um die Archivierung von Unterlagen. Unternehmen müssen immer länger Unterlagen aufbewahren. Lagerplätze sind teuer. Lagerplätze hat man nicht viele. Ich kenne es von mir. Ich arbeite in einem großen Aktienkonzern. Wir haben immer Platzmangel. Und von daher ist das eine interessante Aktie. Eine Aktie, die als REIT oder wie es seit neuestem ausgesprochen wird, REIT, also eine steuerlich begünstigten Aktie. Das ist Iron Mountain, die ist von dieser Art und gibt dir dementsprechend auch eine sehr hohe Dividendenrendite. Das freut natürlich immer mein Depot. Ja, und dann kommt noch eine Aktie, die würde ich so erstmal keinen empfehlen. Das war nämlich einer der ersten Käufe, die ich mal gemacht habe. Da habe ich mich einfach nur geguckt, was sind die höchsten Dividenden, die ich finden kann. Die Aktie heißt New York Mortgage Trust und wenn ich das richtig verstanden habe, dann arbeitet die gehebelt mit Hypotheken. Das ist etwas, würde ich so nicht empfehlen. Die 13% Dividendenrendite haben es mir aber angetan. Und ja, jetzt habe ich das Ganze im Depot, verkaufen werde ich es nicht. Und in ein paar Jahren weiß ich dann, hat sich das gelohnt oder nicht. Die Empfehlung geht aber ganz klar dahin, guck dir eine Aktie ganz genau an. Und wenn etwas über 5% Dividendenrendite hat, schau es dir noch genauer an. Ja, über 5% Dividendenrendite hat auch die letzte Aktie, die hier bei Dividenden ausgeschüttet hat. Das ist eine Aktie, die habe ich einfach nur mal bei mir ins Depot reingekauft, damit ich sie besser in der Watchliste habe. Das ist Altria, ein weiterer Tabakwarenhersteller. Und von dort sind auch noch ein paar Euro mit dazugekommen. Scrollen wir einfach mal weiter runter, dann kommen wir in den Dividendenkalender von 2019. Moment, ja, so sieht es doch besser aus. Der Dividendenkalender ist eine App, die heißt DivTimer, dein Dividendenmanager. Das ist eine ganz tolle App, wie ich es finde. Sie kostet allerdings Geld. Es sind knapp 75 Cent im Monat, die du dafür bezahlst. Du bezahlst auf jährlicher Basis und mit dem nächsten Update kommt da einiges Cooles an Neuerungen mit raus. Ich mag diese App, weil sie sehr motivierend ist. Ich kaufe eine Aktie, trage sie sofort da ein und sehe sofort, wie viele Dividenden bekomme ich und in welchen Monaten bekomme ich diese Dividenden. Ich nutze diese App persönlich sehr viel und das ist dann auch der Grund, warum ich dafür bezahle. Und ja, die Dividendenvorschau sagt mir, für ein komplettes Kalenderjahr bin ich inzwischen bei 273,99 €. Das ist eine Bruttodividende, da sind also noch keine Quellensteuern, Kapitalertragssteuern oder bei ADRs diese ekelhaften Arschlochgelder abgezogen. Das wird mich bei Gazprom auf jeden Fall noch sehr interessieren, wie das dann aussieht. Wobei, da werden, glaube ich, 35% insgesamt abgezogen und dann hast du es. Aber anderes Thema. 273 € ist die Gesamtjahresdividendenrendite. Das ist zum Vormonat eine Steigerung von knapp 70 €, die dazugekommen sind an jährlicher Dividende. Und das ist meiner Meinung nach schon ein ganz ordentlicher Wert. In Zukunft ist natürlich mein Ziel, auch diese Werte von Monat zu Monat immer weiter zu erhöhen. Was fällt da auf? Januar ist noch ganz normal, der Februar ist ein bisschen voller, weil da steckt TUI drin. März sieht einigermaßen normal aus und ich glaube, die anderen Monate sind auch alles nur für einzelne deutsche Werte, die nur einmal im Jahr zahlen und ansonsten sehr viele Wiederholungstäter. Cashback im Oktober 2019. Wer mich und meinen Instagram-Channel kennt, der weiß, dass ich ganz gerne mal zeige, wie ich mir den Geld zurückhole. Das geht in vielen Läden ganz einfach mit einer Payback-Karte oder mit einer Payback-Kreditkarte. Beides zusammen macht es natürlich noch besser, noch effizienter. Ich nutze das ganz gerne, weil wenn du da die richtigen Techniken verwendest, also nicht einfach nur die Karte vorhältst, sondern tatsächlich auch die Gutscheine verwendest und da gibt es nochmal ganz eigene Apps und Möglichkeiten dafür, dass du auch wirklich immer Gutscheine hast und immer sehr gut Geld zurückbekommst, ja, dann kannst du, wenn du das alles machst, so wie ich, im Oktober auf 25,68 € kommen. Das ist für Cashback schon eine ganz nette Summe. Der Cashback im Oktober kam allerdings nicht nur von Payback, sondern kam auch von Schob oder Schub.
bin mir nicht ganz sicher, wie man die Seite ausspricht. Vielleicht sollte ich da mal anrufen und gucken, was sagen die am Telefon. Hallo, hier ist Schob. Hallo, hier ist Schub. Und wahrscheinlich bin ich dann genauso verwirrt wie bei, wie heißt die tolle Firma, die wir eigentlich alle falsch aussprechen. Wir sagen ja alle PayPal. PayPal. Ach nee, wie heißt das? PayPal sagen wir, glaube ich, immer alle. Wenn du die Mitarbeiter anrufst, dann sagen sie PayPal im Sinne von, hey Kumpel, ich bin ja dein Bezahlkumpel, so habe ich es bisher immer verstanden. Auf jeden Fall melden die sich dort ganz anders als 99% inklusive mir von der deutschen Weltbevölkerung diese Firma ausspricht. Ja, ist immer ganz spannend, aber wieder ganz weit ab vom Thema. Wir scrollen ein bisschen weiter runter, kommen zu Büchern, Kursen und Fortbildungen, weil auch das ist Thema hier, denn Aktien haben eine gute Dividendenrendite, Aktien haben eine gute Rendite. Was hat eine bessere Rendite? Die Investition in deine Bildung. Das mache ich mit ganz vielen Büchern. Einige Bücher lese ich tatsächlich noch als gedruckte Bücher, als Printexemplare. Das meiste passiert inzwischen über Audible, wobei ich auch da versuche, nicht zu viel Geld in Audible reinzustecken, denn zum Beispiel bei Spotify, da habe ich auch einen ganz tollen Post in meinem auf meinem Instagram-Kanal, vielleicht soll das auch mal ein ganz kleines Video werden, das das mal erwähnt. Und da zeige ich euch, welche Hörbücher, welche Bücher gerade kostenfrei bei Spotify zur Verfügung stehen. Das ist nämlich unter anderem Rich Dad, Poor Dad und der Cashflow-Quadrant sowie ganz viele weitere andere Bücher. Das heißt, wenn du dich da einigermaßen gut anstellst, kannst du sehr viele tolle Bücher ganz kostenfrei hören. Ja, Bücher lese ich. Welche Bücher lese ich im Moment? Der entspannte Weg zum Reichtum, das ist Susan Levermann. Habe ich allerdings noch nicht ganz durch. Liegt noch neben meinem Bett und ich habe noch nicht ganz so häufig reingeguckt. Bei Audible zuletzt durchgehört habe ich Kopf schlägt Kapital. Das ist ein sehr schönes Buch, ein wirklich sehr gutes Buch, das ich auch sehr gerne gehört habe. Das ist nicht unbedingt bei jedem Buch da. Das kriegt auf jeden Fall eine gute Bewertung von mir, vielleicht auch eine sehr gute. Denke nach und werde reich ist ein weiteres Buch von Napoleon Hill. Das Buch ist alt und so ist das Buch halt auch geschrieben. Ich glaube, es gibt vom Tobak her um einiges einfachere Bücher. Das Buch gibt es tatsächlich auch bei Spotify kostenfrei. Das heißt, da kannst du es auch hören. Es ist nur nicht ganz so einfach, sich anzutun. Welches Buch kam dann noch dazu? Zum Beispiel das Buch »So werden Sie reich wie Norwegen«. Das fand ich ein unfassbar gutes Buch, weil wir alle uns, glaube ich, das Thema Börse selbstständig beibringen. Und das bedeutet, wir lernen das, was wir hören, sehen, tun und haben dadurch ganz starkes Klumpenwissen am Anfang. Und das geht bestimmt auch über die ersten Jahre. Auch nach vielen Jahren wirst du immer noch was mit dazuhören. Du hast aber auf jeden Fall erstmal ein Klumpenwissen, wenn du dich nicht einigermaßen systematisch an das Lernen der Börse heranmachst. Und da finde ich das Buch »So werden Sie reich wie in Norwegen« sehr gut, weil es ohne viel Zahlen sehr gut darstellt, wie funktioniert eigentlich die Börse, wie funktioniert eigentlich Investieren, wie funktioniert passives Investieren, wie funktioniert nachhaltiges Investieren. Das ist da auch ein ganz großer Punkt. Und zusätzlich erzählt es dir noch einiges an interessanten Informationen, die du wahrscheinlich über Norwegen noch nicht wusstest. Ja, was habe ich dann noch gelesen? Das Buch von Gerd Kommer, also Investieren in Indexfonds, also ETFs. Da steht nur noch ein Wort davor. Genau, souveränes Investieren in Indexfonds und so weiter. Ach, das ist ein schrecklicher Titel. Ein super gutes Buch, nur der Titel ist, ja, er ist nicht so reißerisch, aber das ist auch ganz gut, weil Gerd Kommer geht viel auf die bekannte Finanzpornografie ein und erzählt darüber, was das eigentlich heißt, wenn es heißt, vor lauter Panik verkaufen alle Leute ihre Gazprom-Aktien und sie fallen in den Boden. Ja, da ist er dann der, der ganz ruhig bleibt und sagt, ey Leute, wenn die Dinger verkauft werden, dann gibt es auch einen Käufer. Also Gerd Kommer, ein sehr interessantes Buch, ein sehr gutes Buch, gibt es auch als Hörbuch, leider nicht kostenfrei bei Spotify, gehört aber meiner Meinung nach mit zu den wichtigsten Büchern, die du beim Thema Börse lesen solltest. Ja, wie immer findest du die aktualisierte Bibliothek, meine Buchempfehlungen auf dem Blog. Da kannst du gerne mal reingucken, dich inspirieren lassen. Vielleicht möchtest du ja das ein oder andere Buch tatsächlich kaufen, lesen, hören, was damit machen.
Ja, was passiert sonst noch so im Bereich Bücher, Kurse und Fortbildung? Vor einer ganzen Weile habe ich die Plattform Udemy entdeckt. Ich finde sie so lala inzwischen. Habe dort mehrere Kurse schon abgeschlossen, einige, die wirklich sehr interessant sind, so auch im Bereich Online-Marketing, was mich persönlich interessiert, aber auch mich für, auch für meine Arbeitsstelle interessiert. Und ja, es gibt dort sehr gute Kurse. Es gibt dort weniger gute Kurse, sagen wir es einfach mal so. Und es gibt dort eine absolut schreckliche Preisstruktur, weil die Kurse kosten 250 Euro, außer gefühlt jeden dritten Tag, wenn es irgendein Sale gibt und der Kurs nur noch 9 Euro irgendwas kostet. Und ja, da weiß ich nicht, ob das unbedingt so die beste Art und Weise ist, so eine Plattform aufzuziehen. Weil ich würde mir wünschen, dass da Kurse zu fairen Preisen sind, die ab und zu mal einen Rabatt haben, aber einen Rabatt von 250 auf 10 Euro, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass die 250 Euro gerechtfertigt sind. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand kauft. Ja, so viel zu Udemy, aber es gibt ja noch weitere Sachen. Ich mache Fernstudiengänge beim IST, das ist das Studieninstitut in Düsseldorf, mache dort mehrere Fernstudiengänge, die allerdings schon wieder zu wenig Zeit bekommen haben, im Dezember hoffentlich mehr Zeit bekommen. Ja, so viel dazu. Ist sonst noch etwas passiert? Ich scroll mal ein bisschen runter. Ich halte ja auch ganz gerne meine Kosten fest, weil ich bin ein Mensch, der gibt nicht ganz so viel Geld aus. Also ich habe Fixkosten und ich habe Lebensmittelkosten und ich habe Kosten dafür, dass ich ab und zu auch mal das Haus verlasse. Aber ansonsten gibt es nicht so viele Konsumkäufe und das dokumentiere ich mir alles in ein Haushaltsbuch. Was bei mir immer noch relativ hoch ist, das sind Restaurantkosten und das kommt häufig von vielen, vielen Dienstreisen, die ich mache, weil dann ist es nicht so einfach, sich außerhalb von Restaurants zu ernähren. Das geht nicht unbedingt immer, weil man auch viel in Stress ist, viel unterwegs ist, viel auf Flughäfen ist, viel in Zügen sitzt. Da ist es nicht immer einfach, sich da ideal zu verpflegen. Aber auch so muss ich mal die Lieferando-App von meinem Handy löschen, weil das gelegentlich einfach zu viel Geld frisst. Das ist das, was mir meine Haushaltsbuch-App, ich mache das Ganze auf ein Handy, was mir diese App halt sagt. Da trage ich immer meine Kosten ein, sehe ganz genau, wann habe ich wo, wie viel Geld ausgegeben, was ist zu viel, was ist über dem Budget, was kann ich mir noch leisten, wie viel habe ich noch an diesem Tag zur Verfügung, wie viel habe ich für den Rest des Monats zur Verfügung. Ja, all das kann mir dieses Haushaltsbuch sagen. Und diese Kostenstruktur bringe ich ganz gerne in den Blog mit ein, einfach um mal zu zeigen, wie sieht so ein Haushalt aus. Und wo gehen eigentlich die Kosten hin? Weil ich persönlich habe immer das Gefühl, wenn mir jemand sagt, er hat nicht genug Geld, dann liegt es daran, dass zu viel Geld für Quatsch ausgegeben wird. Das kenne ich persönlich von früher auch noch ganz gut. Und da lege ich wirklich euch ganz gerne ein Haushaltsbuch, am besten immer in Form einer App, weil die hast du immer dabei, mit ans Herz, in die Hand, auf den Weg und freue mich, wenn ihr da genau die gleichen tollen Erfahrungen macht wie ich. Ja, der Podcast, den du jetzt gerade hörst oder das YouTube-Video, das du jetzt gerade siehst, das ist auch im Oktober entstanden, beziehungsweise YouTube-Video ist alles im November entstanden. Podcast ist bereits im Oktober entstanden, läuft auf Spotify, Deezer, iTunes und auf podcaster.de, wobei ich persönlich glaube, podcaster.de guckt sich das wirklich jemand an oder macht ihr das nicht alle mit der vorinstallierten App auf euren Handy oder halt Spotify oder Deezer, je nachdem, was benutzt wird. Ja, das war mein Oktober 2019. Jetzt, wie immer, bist du an der Reihe. Wie ist dein Oktober verlaufen? Wo kommen deine Dividenden her? Was war besonders gut? Was war nicht so gut? Welche Käufe und Verkäufe standen eventuell an? Das alles interessiert mich. Ich möchte gerne mit dir diskutieren. Bei YouTube kannst du es in die Kommentare schreiben, auf dem Blog kannst du es in die Kommentare schreiben und beim Podcast freue ich mich einfach über eine gute Bewertung und dein Abo und dann bis zum nächsten Mal.